Lass mich vielleicht erstmal beten und dann fangen wir mit der Predigt an. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist und dass wir das erfahren dürfen. Danke, dass du uns auserwählt hast, um uns die Herrlichkeit deiner Güte zu zeigen. Wir beten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass dein Wort unser Leben verändert. Wir wollen keine vergesslichen Zuhörer sein, sondern wir wollen solche sein, die das Wort hören und umsetzen. Und wir empfangen Gnade um Gnade und Kraft, um dein Wort auch im Alltag umzusetzen. Danke, dass du uns helfen willst und dass wir das auch schaffen werden. Durch deine Kraft, durch deine Gnade. Im Namen Jesus. Amen. Wir haben letzte Woche mit dem Thema angefangen, das Leben hinter dem Vorhang. Wir haben gesagt, dass wir viel Zeit in der Öffentlichkeit verbringen und während wir in der Öffentlichkeit sind, nehmen wir teil sozusagen an einem Rollenspiel. Ich bin in der Gesellschaft bin ich Lehrer. Wenn ich Lehrer bin, spiele ich eine bestimmte Rolle. Ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise im Zusammenhang mit meiner Arbeit. Wenn ich in der Gemeinde bin, verhalte ich mich anders. Ich spiele eine andere Rolle. Und wir haben gesagt, wenn wir aber bei uns zu Hause sind, wenn ich mein Zimmer abgeschlossen habe und allein in meinem Zimmer bin, dann bin ich selbst. Meine wahre Persönlichkeit, meine wahre Person kommt zur Entfaltung. Ich kann mich zeigen, wie ich bin oder wie ich sein möchte. Wenn ich eine Frau bin, brauche ich kein Make-up unbedingt in meinem Zimmer. Meine Haare müssen, ich muss mich darauf achten, dass meine Haare schön aussehen. Ich kann auch schlappe Sachen anziehen. Aber wenn ich draußen bin, versuche ich mich zu pflegen, mich schön zu präsentieren. Und wir haben aus einer Passage in Matthäus 6 gelesen, und zwar die Verse 5 und 6, dass Jesus sagte, ich glaube, ich lese es lieber vor, betet nicht wie die Heuchler, sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Es ist eine Einladung, Jesu hier ins Zimmer mit Gott zu gehen. Ins Zimmer zu gehen, um dort Gott zu begegnen. Das ist eine Einladung Jesu hier an seine Jünger. Jesus macht hier eine Unterscheidung zwischen zwei Kategorien von religiösen Menschen. Er sagt, die einen, nicht ablenken lassen vom Kind, die einen leben ihr geistliches Leben lediglich in der Öffentlichkeit. Sie beten auf den Straßen, in der Synagoge, aber mehr haben sie nicht. Mehr geistliche Aktivitäten haben sie nicht. Und er wendet sich an seine Jüngern zu und sagt, ihr, wenn ihr betet, macht nicht so wie solche, sondern geht in euer Zimmer und schließt die Tür hinter euch zu und verbringt dort Zeit mit eurem himmlischen Vater. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt beten, aber ihr sollt versuchen, die Intimität mit Gott zu haben, eine Zeit zu zweit mit Gott zu haben. Wir haben die Vorzüge dieser Intimität mit Gott letztes Mal aufgezeigt. Das will ich hier nicht wiederholen. Ich möchte eben auf die Predigt vom letzten Sonntag hinweisen. Diese Predigt baut auf der Predigt auf. Hört diese Predigt. Heute wollen wir allgemeine praktische Tipps geben. Denn der eine mag sich fragen, du sagst es gut und richtig, ich soll Zeit mit Gott verbringen, allein mit Gott sein. Aber wenn ich dann allein bin mit Gott, was sage ich? Wie mache ich das? Ja? Und wir wollen eben Antworten auf diese Fragen heute bringen. Wir haben eben schon gelesen in Matthäus 6, die Verse 5 und 6. Jesus sagt, wenn du beten willst, ja, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass Zeit mit Gott zu verbringen, ist eine Willensentscheidung. Das wird dir nicht zufallen, das wird dir nicht einfach so geschehen. Du musst entscheiden. Es sei denn, wenn du beten willst, du musst es wollen.
Gott hat uns den freien Willen gegeben. Ich kann entscheiden, jetzt will ich beten. Ich kann aber entscheiden, jetzt will ich am Handy spielen. Jetzt will ich Fernsehen gucken. Ich entscheide, was ich mache. Er sagt, wenn du beten willst, er sagt nicht, wenn Gott dich in dein Zimmer schubst, dass du betest. Er sagt, wenn du beten willst. Also es ist, du brauchst den Einsatz deines Willens, eine Entscheidung musst du treffen. Jetzt will ich beten. Amen. Dann gehst du selber, du ziehst dich zurück und verbring eben diese Zeit mit Gott. Die Frage, die erste praktische Frage ist, wann ist es angemessen? Wann ist es geeignet, sich zurückzuziehen, um allein mit Gott zu sein? Und wie oft soll ich das machen? Wir wissen aus manchen Religionen wie dem Islam, dass es ein Gesetz ist, dass du 5-mal am Tag beten sollst. Ja, und dann musst du eben eine bestimmte Haltung haben, eine bestimmte Richtung gucken. Aber Jesus gibt uns keine Angaben dazu, wie oft wir uns zurückziehen sollen. Aber er sagt, wenn du betest. Und das ist ein Hinweis darauf, dass er davon ausgeht, dass es eine regelmäßige, eine wiederholte Sache ist. Ja, das ist die, wenn du betest. Er sagt, solltest du beten. Aber wie häufig am Tag, das wird nicht gesagt. Diese Freiheit überlässt Gott uns. Es hängt davon ab, wie groß dein Hunger ist, wie groß du das Bedürfnis verspürst. Aber es sollte schon vorhanden sein, dass du dich zurückziehst. Und welche Tageszeit ist geeignet? Auch dazu gibt es keine klare Regel, kein Gesetz. Es gibt lediglich einige Orientierungen in der Bibel, Beispiele von Persönlichkeiten, von Gebetsleben, von Persönlichkeiten wie David oder Jesus. Das sind Menschen, die vor dem Sonnenaufgang schon aufgestanden sind, um Gott zu suchen. David stand, hatte die Gewohnheit, nachts oder am frühen Morgen aufzustehen, wenn andere noch geschlafen haben, um allein mit Gott die Zeit zu verbringen. Jesus hatte auch diese Gewohnheit. Teilweise hat er die ganze Nacht durchgebetet, teilweise ist er früh aufgestanden, um Gott zu suchen. Das hat den Vorteil, wenn du den Morgen damit anfängst, dass deine Gedanken, dein Körper, dein Geist, deine Seele noch unbeladen sind. Ja, dass du noch frisch bist. Hallo, hört ihr zu? Du bist noch frisch, du bist noch unbekümmert, der Tag hat noch nicht angefangen und dann kannst du dich besser auf Gott konzentrieren. Und in der Regel ist es ruhig, so wenn du zu Hause bist, ist es ruhig. Kinder, Frauen, Männer und so weiter schlafen noch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nicht abgelenkt wirst. Amen. Also erster Hinweis auf die Tageszeit haben wir aus dem Gebetsleben Davids und aus dem Gebetsleben Jesu. Beide standen früh auf und wir wissen, dass sie Vorbilder sind. Wenn wir ihr Leben beobachten, dann sehen wir, dass Gott mächtig gewirkt hat in ihrem Leben, dass sie große Gnade, große Gunst bei Gott gefunden haben. Ihr Leben waren Vorbilder. Und Vorbilder sollte man eben nachmachen. Also David, Jesus waren Menschen, von denen wir in der Bibel wissen, dass sie früh aufgestanden sind, um Zeit mit Gott zu verbringen. So, dass wenn man früh aufstehen möchte, dann sollte man auch früher ins Bett gehen. Wenn du bis Mitternacht Fernsehen guckst zum Beispiel, dann wundere dich nicht, dass du nicht schaffst, um 5 Uhr oder so aufzustehen, weil du noch müde bist und noch schlafen möchtest. Also wenn du dir vornimmst, früher aufzustehen, dann solltest du versuchen, früher ins Bett zu gehen, damit du genug Schlaf bekommst. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht. Ich habe mir vorgenommen, früh aufzustehen. Das hat aber selten geklappt. Ich habe immer verschlafen. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich einmal gebetet. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, bitte wecke mich um 5 Uhr auf. Und das hat er gemacht. Seitdem wache ich spätestens um 5 Uhr automatisch auf. Ich habe Angst gekriegt nach dem Gebet. Ich bin aufgewacht, dann habe ich schon angefangen, so Lobpreislieder in meinem Herzen zu verspüren, so eine Einladung. Es zog mich in die Intimität mit Gott.
dann hatte ich keine Wahl, erst aufzustehen und dieses Lied zu singen und Zeit mit Gott zu verbringen. Also der Heilige Geist hat einen zuverlässigen Wecker. Ich wollte eben meinen Wecker nicht benutzen vom Handy, weil es meine Frau sonst gestört hätte. Sie hat nur noch gestielt, Levi gestielt und war dementsprechend immer müde, konnte nicht um 5 Uhr mit mir aufwachen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das denn? Dann habe ich gebetet, ein originales Gebet, kreative Idee. Und das hat funktioniert. Gottes Wecker ist zuverlässig und stört niemanden. Also das kannst du machen. Du kannst sagen, Heiliger Geist, hilf mir vielleicht um 5 Uhr aufzustehen oder um 6 Uhr oder um 4 Uhr, je nachdem. Und dann wird er das machen. Ich sage es noch, es gibt kein festes Gesetz dazu. Es ist allerdings, muss man sagen, auch abhängig von der Struktur deines Alltags. Wenn du Schichtarbeit machst zum Beispiel, ist es schwierig zu sagen, ich will jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Denn manchmal hast du Nachtschicht, kannst du nicht um 5 dem Chef sagen, Moment mal, ich muss Zeit mit Gott verbringen. Das geht, dann verlierst du deinen Job. Also man muss da die Freiheit haben, das zu gestalten. Aber es ist empfohlen, dass du vielleicht eine feste Tageszeit festlegst, wo du sagst, die Zeit ist meine Zeit mit Gott. Vielleicht arbeitest du bis spät in den Abend, dass du sagst, okay, vielleicht, ja, irgendwann, wenn ich 2-3 Stunden zu Hause bin und mich ausgeruht habe, oder dass du sagst, ich stehe ein bisschen früher auf, bevor ich zur Arbeit fahre und verbringe meine Zeit mit Gott, bevor ich in den Alltag gehe. Wie lange diese Zeit dauern soll, darüber gibt es auch keine Vorgaben in der Bibel. Es hängt davon ab, wie viel Zeit mein Alltag zulässt und wie groß mein Hunger ist. Ja, wenn du nur 15 Minuten schaffst, ist Gott nicht sauer auf dich. Fakt ist, man muss auch in diesen Sachen wachsen. Du kannst nicht von Anfang an den Anspruch haben, 5 Stunden mit Gott zu verbringen. Dann kannst du sehr schnell frustriert sein. Fang lieber langsam an, fang vielleicht mit 15 Minuten oder eine halbe Stunde, dass du sagst, ich möchte ungefähr 15 Minuten oder ungefähr eine halbe Stunde mit Gott verbringen, bevor ich zur Arbeit fahre oder bevor ich ins Bett gehe. Aber versuch dich daran zu halten. Amen. Lieber kleine Ziele setzen und langsam ausbauen, als große Ziele zu setzen, die du nicht erfüllen kannst. Das ist frustrierend. Genau, und wenn du sagst, ich möchte, bevor ich in den Alltag gehe, Zeit mit Gott verbringen, dann sollte es nicht so sein, dass du, nachdem du die Zeit verbracht hast, dass du sagst, Gott, okay, jetzt habe ich das mit dir geklärt, der Alltag gehört mir. Ja, ich verbringe den Alltag ohne Gott. So ist es nicht. Wir wollen eben den Alltag von Gott nicht trennen, sondern wir wollen eine Dynamik nehmen von Gott, die wir mitnehmen in den Alltag. Das heißt, wenn ich mit ihm anfange, dann sollte ich auch versuchen, im Laufe des Tages den Anschluss zu halten an Gott. Amen. Ich habe das früher so gemacht, dass ich Zeit mit Gott verbracht habe. Vielleicht um 5 Uhr habe ich vielleicht eine Stunde gebetet und Bibel gelesen. Wenn es vorbei war, hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt meine Pflicht erfüllt. Jetzt habe ich ein gutes Gewissen, ein ruhiges Gewissen. Jetzt kann der Tag anfangen. Und dann habe ich den ganzen Tag gar nicht mit Gott geredet, gar nicht an Gott gedacht, nur mein Ding gemacht. So, das ist nicht der Sinn der Sache. Man sollte es nicht so gesetzlich sehen, sondern es ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und Gott ist mit dir, egal wo du hingehst. Wenn du gläubig bist, wohnt er in deinem Herzen. Er ist nicht in diesem Zimmer. Amen. Das heißt, du kannst im Laufe des Tages weiterhin den Anschluss halten, in Kontakt mit ihm bleiben und so weiter. So, Dinge, praktische Dinge, die helfen, wenn ich meine Zeit mit Gott verbringen möchte, ist Musik. Wenn du Lobpreismusik dabei hast. Ich mache immer so, dass ich meistens Musik im Hintergrund spielen lasse. Vielleicht singe ich mit und das inspiriert mich meistens, Anbetung. Manche können ein Musikinstrument spielen, kannst du deine Gitarre oder so rausnehmen und selber ein bekanntes Lied spielen oder selber ein kreatives, neues Lied für Gott spielen und einfach Zeit nehmen, mit Gott anzubeten. Aber Fakt ist, Musik hilft uns. Ja? Musik erleichtert sozusagen den Zugang zu Gott und den Einstieg in die Zeit mit Gott. Du brauchst also Musik,
Lobpreismusik, du brauchst eine Bibel, du brauchst ein Notizbuch, was zum Schreiben. Viele Leute haben Schreiballergie. Ja, aber wenn du in die Gegenwart Gottes gehst, musst du damit rechnen, dass er mit dir spricht, dass er dir Sachen, dass er dich lehrt. Und dann ist es weise, diese Dinge auch aufzuschreiben. Vielleicht bekommst du ein prophetisches Wort, eine Verheißung von Gott, damit du nicht vergisst, wäre es gut, wenn du das aufschreiben würdest. Dann kannst du Monate, Wochen, Monate, Jahre später nochmal sehen, und das baut deinen Glauben auf. Und dann lernst du auch viele Sachen, während du Zeit mit Gott verbringst. Und wenn du nicht aufschreibst, hast du sie bald drauf vergessen. Amen. Also Musik, vielleicht eine Musikanlage dabei haben, oder manchmal habe ich meinen Kopfhörer und mein Handy und ich spiele einfach Musik vom Handy aus mit meinem Kopfhörer, und das inspiriert mir Lobpreis und Anbetung. Genau. Und dann gibt es, Gott ist kein Diplomat. Das heißt, wenn du zu ihm kommst, gibt es kein Protokoll. Nach dem Motto, du musst so angezogen sein und du musst erstmal das machen und das und das. Es gibt keinen vorgeschriebenen Ablauf. Nach dem Motto, zuerst das und dann das und dann das und dann das. Wenn du den Ablauf nicht hältst, dann ist Gott nicht da. So ist es nicht. Es soll eine unverkrampfte Zeit sein. Du musst dir vorstellen, du bist in der Gegenwart deines himmlischen Vaters, der sich überaus freut, Zeit mit dir zu verbringen. Also es soll eine freie Zeit sein, wo du dich einfach frei fühlen kannst in der Gegenwart Gottes und dich frei ausdrücken kannst. Ja? In der Regel folge ich, was ich auf dem Herzen habe. Manchmal komme ich in die Gegenwart und ich spüre vielleicht eine Sorge, die mich bedrückt, und ich fange damit an. Ich erzähle ihm, hey Vater, du siehst ja diese Gedanken, das beschäftigt mich seit gestern. Und ich möchte, dass du wegnimmst, dass du mir deinen Frieden schenkst. Manchmal komme ich in die Gegenwart Gottes. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist vielleicht, dass ich Buße tun soll von irgendetwas. Ja, und dann fange ich damit an. Heute Morgen war ich vor Gott auf meinen Knien. Und ich war da minutenlang, habe ich nichts gesagt, habe nur Musik gehört. Und auf einmal hat der Heilige Geist mir was gezeigt in meinem Herzen. Und ich habe meinen Mund aufgemacht zum ersten Mal, nur um Buße zu tun. Er hat mir gezeigt, dass mein Herz in letzter Zeit kühl geworden ist, kalt geworden ist, dass ich kein Mitgefühl habe. Und das tat mir leid. Ich habe gesagt, hey, Vater, das tut mir leid, bitte vergib mir und verändere mein Herz. Schenk mir Mitgefühl. Gieße deine Liebe aus in mein Herz. Und das ist ziemlich, vielleicht fast alles, was ich ihm gesagt habe. Dann habe ich Musik gehört und angebetet und gelobt und so weiter. Also aus meiner Sicht gibt es keinen festen Ablauf. Man muss eben sein Herz, seinem Herzen folgen. Amen. Und so schreibt eben Gott dem Ablauf vor. Und jedes Mal kann es ein anderer Ablauf sein. Also fühl dich frei. Sei unverkrampft, unprotokollarisch, das ist dein Vater. Du kannst, So, die nächste Frage ist, welche Körperhaltung ist geeignet? Ich hatte mal schon einen lieben Bruder, damals hatten wir einen Gebetskreis an der Uni, und der kam dazu und hat gesehen, wie wir uns da verhalten, Gebetshaltung und so weiter. Und dann sagt er mir, eigentlich muss man Gott nur auf den Knien, zu Gott nur auf den Knien zu beten. Wenn du im Stehen betest, ist es ungeistig. Gott hört solche Gebete nicht. Ihr könnt euch vorstellen, manche Kirchen sind so religiös und gesetzlich, ja, so oder gar nicht. Aber in der Bibel gibt es keine Vorschrift, die sagt, dass Gott nur auf den Knien anbeten soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist eine Möglichkeit unter anderem, was nicht empfehlenswert ist, aber nicht verboten ist, ist, dass man im Liegen Zeit mit Gott verbringt. Ihr könnt raten, was die Gefahr dabei ist. Ja, genau. Vor allem, wenn es um 5 Uhr morgens ist. Ja? Nicht auf dem Bett liegen bleiben, nicht auf dem Sofa liegen, nicht auf irgendeinem Grund liegen, der bequem ist.
dann wirst du merken, dass du schon sehr tief im Gebet bald drauf bist, so tief, dass du schnarchst. Also das ist nicht empfohlen. Das bedeutet nicht, dass du im Liegen betest, dass Gott nicht hört. Das ist Quatsch. Ich will nur aus praktischen Gründen würde ich das nicht empfehlen. Auch aus eigener Erfahrung. Ja, vor allem jetzt im Winter ist es kalt und wenn du deine warme Decke verlässt, ist nicht so gemütlich. Aber es lohnt sich. Amen. Ich mache immer so, ich stehe auf und gehe in mein Wohnzimmer, da ist eine warme Wolldecke und ich umhülle mich mit der Decke, dann ist alles gut. Aber im Liegen ist nicht gut. Möglichkeiten sind im Stehen, im Knien oder im Sitzen. Oder im Liegen. Man kann auch auf dem Boden, Fußboden liegen. Ich liege manchmal auf meinem Teppich. Als Zeichen der Demütigung vor Gott. Und das ist auch biblisch, dass viele Leute sich eben auf den Boden vor Gott werfen, sagen Gott, hier bin ich, oder auf deinen Knien. Aber deine Körperhaltung ist auch wichtig vor Gott. Ich habe die Gewohnheit, dass ich meistens auf meinen Knien bete. Aber wenn ich meine Bibel lese, wenn ich morgens aufstehe, bin ich meistens auf meinen Knien. Und da fühle ich mich besonders näher am Gott. Der eine ist vielleicht auf seinen Füßen, auf seinen Beinen, fühlt sich vielleicht wohler, aber ich fühle mich wohler auf meinen Knien. Ich lege zwei Kissen auf den Boden und knie mich dahin und das ist gut für mich. Also du kannst knien, du kannst sitzen, du kannst dich auf den Boden legen, aber nicht aufs Bett. Du kannst stehen, du kannst die Hände erheben, du kannst tanzen. Manchmal mache ich eine Tanzparty allein mit Gott. Niemand weiß es, aber ich tanze, wie ihr das noch nie gesehen habt und wahrscheinlich nie sehen werdet. Ich tanze wie ein Verrückter, wenn ich allein bin, manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Es ist eine Zeit, du musst dich frei fühlen. Es ist die Zeit, wo du begegnest Gott mit deiner Persönlichkeit. Ja, und jeder ist anders. Mit deiner Persönlichkeit, so wie du bist. Ja? Genau. Die nächste Frage ist, kann ich mein Handy oder mein Fernsehen oder solche Sachen anlassen? Kann ich das? Nein. Meine Erfahrung ist, vor allem wenn es nicht sehr früh am Morgen, wenn es im Laufe des Tages ist, ist es die beliebteste Zeit, um einen Anruf zu bekommen. Wenn du sagst, jetzt will ich Zeit mit Gott verbringen, dann denkt gerade dann Kevin an dich. Dein Handy klingt die ganze Zeit. Also schalte das Ding aus. Schalte den Fernseher aus. Alles, was dich ablenken kann. Manche Leute haben ihre Bibel auf dem Handy, ist okay. Aber du musst damit rechnen, dass du eventuell abgelenkt werden kannst durch Anrufe. Und soweit ich weiß, ist Gott noch nicht so weit, dass er uns auf dem Handy anrufen möchte. Ja, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber mein Kenntnisstand ist, dass Gott nicht mit dem Handy über uns spricht. Also insofern, Handy aus, wenn ihr das als Ablenkungsmöglichkeit siehst. Alles, was ich ablenken kann, weg damit. So, muss ich die Bibel lesen, wenn ich Zeit mit Gott verbringe? Es ist schon so, dass es wichtig ist, eine Bibel dabei zu haben und die Bibel auch in der Bibel auch zu lesen. Denn Gott möchte in dieser Zeit zu uns sprechen. Klar, Gott kann auch ohne die Bibel zu uns sprechen, aber in der Regel spricht er durch die Bibel zu uns. Und die Bibel ist ja ein lebendiges Buch, es ist ja das Wort Gottes. Das heißt, Gott möchte dieses Wort lebendig machen für uns, während wir Zeit mit ihm verbringen. Insofern ist es schon wichtig, dass wir eine Bibel dabei haben. Wenn du in der Bibel liest, hat das viele, viele Vorteile. So kannst du Gott besser kennenlernen, immer mehr kennenlernen. Gott offenbart sich hauptsächlich durch das geschriebene Wort. Kannst du mehr über seinen Charakter erfahren, mehr darüber erfahren, wie er über dich denkt. Und wenn du den Charakter Gottes erfährst, dann erfährst du auch indirekt etwas über dich. Wenn du erkennst, wie Gott ist, dann erkennst du auch, wie er über dich denkt.
was er für dich bedeutet. Also du bildest deine eigene Identität. Du stärkst deine eigene Identität, während du in der Bibel liest. Gott zeigt dir seine Absichten für dich, seine Pläne für dich. Er spricht zu dir. Er zeigt vielleicht auf Dinge an, die in deinem Leben die er verändern möchte. Und das geschieht am besten, während wir in der Bibel lesen. Ja? Deshalb sollte es ein Bestandteil dieser Zeit mit Gott sein. Und es gibt, man kann fragen, ja, wie soll ich die Bibel lesen? Es ist so groß und so viele Bücher. Du kannst so machen, dass du vielleicht sagst, ich nehme mir ein Buch vor und lese dieses Buch vom ersten bis zum letzten Kapitel. Zum Beispiel nimmst du den Epheserbrief oder das Evangelium nach Johannes, nach Lukas, nach Markus und sagst, ich lese von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel. Heutzutage gibt es auch Lesepläne, die sind überall im Internet zu finden, dass du sagst, vielleicht lese ich jeden Tag 3 Kapitel oder 4 und so habe ich in einem Jahr die ganze Bibel gelesen. Ja? Also da müssen wir von Gott einfach die Anweisung bekommen, wie wir vorgehen sollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jeder muss eben gucken, was am besten passt. Da gibt es keine Vorschriften von der Bibel her. Und während du die Bibel liest, dann musst du dir vorstellen, dass Gott gerade zu dir redet. Gott hat nicht nur einen Mund, er hat auch Ohren. Das heißt, wenn Gott spricht durch sein Wort, dann ist er nicht böse darüber, wenn du zurücksprichst. Amen. Insofern ist es kein, Bibellesen ist kein Monolog. Es ist ein Dialog. Wenn du irgendwas von Gott her empfängst, dann sprich zurück. Beispielsweise liest du eine Passage und du hast das Gefühl, Gott überführt dich gerade von irgendwas in deinem Herzen, was nicht im Einklang ist mit dem Wort. Vielleicht merkst du, da ist vielleicht noch Unvergebenheit, da hat mich jemand gestern verletzt und ich habe nicht vergeben, ich habe vielleicht vergessen. Du liest und die Bibel, Gott zeigt dir durch ein Bibelvers zum Beispiel, dass du vergeben sollst. So, was du machen solltest, wäre, dass du Stopp machst und dass du darauf reagierst. Sofort, dass du auf der Stelle reagierst, sag Gott, ich sehe hier, was du mir zeigst und ich möchte, dass du mir vergibst und ich entscheide jetzt, ich vergebe Kevin oder Angelina und dann machst du weiter mit dem Lesen. Amen. Also immer sofort auf das reagieren, was du denkst, dass Gott dir gerade sagt. Das ist total wichtig. Wenn du dich darin übst, dann wirst du dich auch darin üben, die Stimme Gottes zu hören. Das entwickelt deinen Geist. Ja, dass du lernst, die Stimme Gottes zu hören. Immer darauf reagieren. Es ist ein Dialog. Amen. So, ich möchte noch meine letzte Frage loswerden. Worüber kann ich mit Gott reden? Wie kann ich die Zeit mit Gott inhaltlich füllen? Also jemand kann jetzt zu Gott gehen und sagen, Gott, ich bin da. Aber eigentlich weiß ich nicht, was ich sagen soll, was ich machen soll. Ja, es gibt viele Sachen, worüber man mit Gott sprechen kann. Wir lesen dazu in Lukas 11 und die Verse 1 bis 4. Lukas. Lukas 11, 1 bis 4. Lukas ist eins der Evangelien. Kapitel 11 und 1 bis 4. Eines Tages, als Jesus gebetet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Auch Johannes hat dies seine Jünger gelehrt. Jesus antwortete ihnen, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Amen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und einer, der beobachtet, dass Jesus viel Zeit mit dem Vater verbracht hatte.
Aber er hat sich gewundert, warum? Warum schaffe ich das nicht? Wie macht man das eigentlich? Und er war direkt, hat auch Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Johannes hatte seinen Jüngern beigebracht, du gehst immer allein beten, wir wissen nicht, was du da alles machst. Du verbringst die ganze Nacht nur auf dem Berg und betest, wie geht das? Wir würden gern dir nachmachen, wir sind deine Jünger. Wie geht das? Wie macht man das? Jesus gibt ihnen hier ein Muster, das sogenannte Vater Unser. Aber ich glaube, die erste Absicht war nicht, dass sie das runterleiern und aufsagen, sondern Jesus gibt ihnen Elemente. Elemente, mit denen sie ihre Zeit mit Gott füllen können. Ja, wie sie, wenn sie die Zeit mit Gott verbringen wollen, was sie sagen sollen, welche Themen sie ansprechen können in der Gegenwart Gottes. Er sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Ja, er sagt, unser Vater, nicht unser Gott, sondern unser Vater. Immer wieder dieser Hinweis auf Gott als Vater. Er sagt, ein Element, das dazu gehört, ist Anbetung. Wenn du in die Gegenwart Gottes gehst und Zeit mit Gott verbringen möchtest, dann sollst du deinen Namen ehren, anbeten. Denn Gott ist anbetungswürdig. Er allein, ihm allein gebührt unsere Anbetung. Proklamiere seine Größe. Dazu gibt es viele Passagen in dem Psalmen. Ja, die können wir benutzen können. David lobt Gott. David betet Gott an. Wir können auch moderne Lieder benutzen, um Gott anzubeten. Ja, also es ist ein Element. Bete Gott an. Es ist total wichtig. Er sagt Anbetung zum ersten. Dann sagt er, dein Reich komme. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, sollen wir uns einsetzen für die Belange Gottes Reiches. Bete zum Beispiel für die Gemeinde. Bete für die Geschwister im Glauben, dass sie vorankommen im Leben, im Glauben. Bete für deine Nachbarn, deine Bekannten, die Jesus noch nicht kennen. Bete für die Stadt, bete für das Land, bete für die Nationen. Du kannst beten, dass das Reich Gottes sich entwickelt, dass das Evangelium gedeiht, dass Menschen im Glauben vorankommen. Das ist das andere Element, was dazu gehört, für sich für das Reich Gottes im Gebet einsetzen. Amen. So, das nächste Element, er sagt, Vers 3, gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Er sagt, Gott weiß, dass wir Bedürfnisse haben und wir dürfen für unsere Bedürfnisse beten. Viele Leute denken, ach, wenn ich zu Gott gehe und für mich selbst bete, dann bin ich egoistisch. Ich will nur für andere beten. Quatsch. Gott erlaubt das hier. Bete für andere, aber bete auch für dich selbst. Denn du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nicht mehr als dich selbst. Das ist Heuchelei. Also bete für dich selbst. Bete für dein tägliches Brot. Bete für deine Finanzen. Bete für dein Studium. Bete für deine Gesundheit. Bete, wenn du vielleicht, keine Ahnung, ein neues Auto brauchst, einen neuen Job brauchst, ein neues Haus brauchst. Das ist Gott wichtig. Gott hat Freude daran, dass es seinen Kindern gut geht. In irdischen Belangen. Amen. Alles, was auf der Erde ist, das gehört Gott. Er sagt, bete, gib uns heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Ja? Dann nächstes Element, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Das nächste Element ist Buße. Wenn du vor Gott kommst, öffne dein Herz und bekenne deine Sünden. Amen. Bekenne deine Sünden, das ist ein wichtiges Element. Bete, dass Gott dich heiligt, dass du in seiner Heiligkeit wächst und zunimmst. Und wenn dir einfällt, dass du jemandem nicht vergeben hast, dann sprich Vergebung aus. Amen. Also Buße tun ist ein wichtiges Element. Das letzte Element ist, dass er sagt, lass uns nicht in Versuchen geraten, dir untreu zu werden. Betet, dass Gott deinen Glauben stärkt, den Glauben der Geschwister stärkt. Bete, dass er dich vor der Versuchung schützt, beziehungsweise dich befreit, wenn du in Versuchung gerätst. Bete, dass er dich festigt und andere festigt im Glauben. Ja, das sind eben Elemente, die wir vor Gott bewegen können. Und ja, dafür kannst du eine halbe Stunde brauchen oder
drei Stunden, je nachdem, wie intensiv das ist. Und es ist nicht gesagt, dass du all das hier ausleben musst, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Manchmal kommst du in die Gegenwart Gottes und ein Punkt ist vielleicht wichtiger als die anderen, schwerwiegender als die anderen. Dann merkst du, du bist gefühlt vielleicht viel mehr für die Gemeinde zu beten, viel mehr für einen bestimmten Bruder zu beten oder du bist gefühlt viel mehr für ein bestimmtes Problem in deinem Leben zu beten, dann verbringst du mehr Zeit mit diesem Anliegen. Das ist okay. Vielleicht fühlst du, dass du einfach nur anbeten möchtest und Dank sagen möchtest. Das ist okay, mag das. Ja, der Heilige Geist führt uns jedes Mal, wenn wir kommen. Ja, es gibt kein Muster. Ja, er führt uns, er ist kreativ. Wenn wir offen sind, werden wir uns führen lassen, dann wird es auch nicht langweilig sein. Es wird nicht eintönig sein, nicht monoton sein. Es ist jedes Mal anders, jedes Mal spannend. Wenn ich in die Gegenwart Gottes gehe, weiß ich nicht, wie es verlaufen wird. Ich weiß nicht, was der Schwerpunkt sein wird. Ich gehe einfach hin und lasse mich führen. Manchmal ist es einfach nur intensiv danken, loben, anbeten, tanzen. Manchmal ist es intensiv für die Gemeinde, beten ganz intensiv. Manchmal sind es meine eigenen Anliegen, dass ich einfach das vor Gott bewege. Das nimmt mehr Zeit als die anderen. Amen. Aber Fakt ist, Gott freut sich, wenn wir die Intimität mit ihm pflegen. Und das ist das, was uns Lebenskraft gibt. Das ist das, was uns Halt gibt. Wenn du dein Glauben nur in der Öffentlichkeit auslebst und austrägst, ist es gut. So kannst du es auch in den Himmel schaffen. Aber das ist, du wirst den vollen Schatz des Glaubens nicht genießen können. Gott hat noch viel mehr für dich. Und das gibt er dir in der intimen Zeit. Amen. Er will dich da verändern. Er will dir mit dir sprechen, dir persönliche Sachen sagen, die du in der Gemeinde nicht unbedingt hören willst. Das ist die Zeit. Das ist eine kostbare Zeit. Und ich möchte werben, ich möchte ermutigen, dass wir das probieren. Es ist nicht einfach. Ich weiß, der Alltag ist überfüllt bei vielen. Aber ich bete, dass Gott dir Gnade gibt. Vielleicht hast du, keine Ahnung, eine halbe Stunde Pause oder eine Stunde, dass du vielleicht auf Toilette gehst, auf deine Arbeit und ein bisschen singst, ein bisschen eine Zeit, 5 Minuten, 10 Minuten Zeit zu zweit mit Gott nur. Das ist schon wertvoll. Versuch das. Fäng irgendwas an. Und Gott wird dir helfen, dass du darin wächst. Gott weiß, viele von uns wollen, aber wir können nicht, weil wir schwach sind und weil wir zu beschäftigt sind. Er will uns helfen. Amen. Weil er uns viel zu geben hat, weil er viel an uns tun möchte. Er liebt dich über alles. Mehr als du dir jemals vorstellen kannst. Halleluja. Halleluja. Ich möchte euch zum Vater schicken, dass ihr zum himmlischen Vater geht. Und dann werden wir schöne Geschichten hören. Amen. Wer soll mich trösten? Wem kann ich mich anvertrauen? Meine Frau kann manche Sachen nicht verstehen. Manche Sachen kann ich ihr nicht ausdrücken. Ich weiß nicht wie. Aber wenn ich vor Gott bin, dann kann ich es loswerden. Dann bin ich erleichtert. Amen. Lass uns beten. Bete, dass Gott dir hilft, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Er ist geduldig mit dir. Er wartet. Er will dir helfen. Er wird so lange warten, bis du kannst. Dann wird er sich freuen. Er liebt dich, ob du Zeit mit ihm verbringst oder nicht. Ja? Seine Liebe wird nicht mehr und wird nicht weniger. Nicht missverstehen. Sie wird nicht mehr, sie wird nicht weniger. Es gibt nichts, was du tun könntest, das Liebe noch mehr würde. Das geht nicht. Es ist untoppable. Sie kann auch nicht weniger werden. Aber er möchte uns Sachen geben. Er möchte an uns arbeiten. Er möchte uns helfen. Komm, bete. Sag Gott, ich will dich suchen. Hilf mir. Ich will. Aber ich bin schwach. Hilf mir. The more
Wir danken dir, Vater. Danke, dass du Geduld hast mit uns. Danke, dass du uns einlädst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns Freude schenkst und deine Gegenwart. Danke, dass du uns hilfst in deiner Gnade, Herr. Halleluja. Und er segne und behüte dich. Und er lasse sein Angesicht über dich leuchten und gebe dir Gnade. Und er erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Shalom. Amen.